Mir war kurz kalt, aber jetzt, weil ich bei der Scheune bin und im Inneren bin, ist mir nicht mehr kalt. Okay. Obwohl es ja noch im Aufbau ist. Ja, kann ich dir nicht so ganz erklären. Muss doch nicht. So, nur noch das Dach fehlt. Perfekt. Oh, und Gut. Stroh. Naja, gut, okay. Ja, Stroh. Aber du kommst nachher mit mir mit in die Stadt. Machen wir das. So. Mein Gott. Also, Ist jetzt noch fehlt nur nicht noch bereit zu Stroh. schlafen. Ja, ich muss ja erstens wirklich wieder essen. Nö, geht eigentlich. So, perfekt. Also, ich leg mal die Äxte, die ich so gefertigt habe, hier ab. Warte mal, wie viel Brennholz haben wir noch? Ah, wir So. haben noch Brennholz. Bierflasche, die nehme ich mit, die können wir verkaufen. Balkon aus Ton Bierflaschen auch. verkaufen? Kupferbarren nehme ich auch mit zum Verkaufen. Hallo, alter Mann? Steinaxt lasse ich hier, die Stocks Wir lasse müssen ich auch hier. sprechen. Also, Till, bist du bereit? Grundsätzlich ja. Hallo, First Person, geh mal. Ich will auch nur wieder. Was braucht denn so viel Platz? Ah, das gebratene Fleisch braucht so viel Platz. Gut. Das kann ich hier gleich ablegen. Stimmt, Fleisch, ne, haben wir glaube ich auch noch. Ja. Das Also braucht, die ja gut, das Bewohner haben braucht nur 1,8, 1,6 17 Kilo. Kilo. Also die sind zu schwer, die ganzen Kohl für mich. So. Kommen Sie bitte zum Lebensmittelding. Zu den Vorräten. Ich habe heute ein gutes Gefühl, dass wir Kohle machen können. Ja, alles Gemüse. Hier drin. Kohl, den Kohl mitnehmen. Ja, passt doch. Hast du alles? Ja, Kohl habe ich, ja. Perfekt, kommen Sie mit. Wir gehen auf Reise. How are you? Good luck. Ich finde das schön, den Weg hier so am Wasser. Da muss ich mich natürlich wieder aufwärmen, ne? Ach, mein Gott. Ich nicht, lustigerweise. Aha, ich habe geskillt, dass ich kälterresistenter bin. Das kann man ja auch noch skillen. Vielleicht bin ich. Ja, mein Körper ist bei 10 Grad und Temperaturtoleranz ist gleich 10 Grad. Deshalb. Jetzt mit Okay. der Fackel. Warte mal, jetzt habe ich die Fackel in die Hand gepackt. Jetzt bin ich bei 11 Grad. Okay. Ich habe noch eine Fertigkeit, wo kann ich sein? Die Wo ist diese Fertigkeit. Fertigkeit? Die ist bei. Überleben, ne? Und zwei. Ja, unempfindlich. Ja, mach ich doch. Ja, aber du musst da irgendwie ein Skill weit. Du musst da irgendwas machen, damit dass du das freischalten Skillen. Hab ich doch. Soll ich da schon Level 2 machen? Das Ja. 4, 4 Grad? Ja. Ist auf jeden Fall besser. So, dann haben wir hier noch eine Handwerksfertigkeit, dass ich machen soll, dass ich machen kann. Kochwissen? Ich glaube, ich muss drei Sachen auswählen. Das, was für dich am meisten Sinn macht. Ja, machen wir mal kochen. Egal. Ja, gut. Und Diplomatie könnte ich auch noch und Gewinnung auch noch. Gewinnung ist sicherlich von Vorteil. Ich glaube, Kenntnisse in der Gewinnung mache ich, glaube ich, ne? Mir Erfahrungsgewinn ist halt schon interessant.
Jo. Und wie sieht man das jetzt mit dem Kälteresistenz so gesehen? Bei I steht unten bei deinem Charakterzustand, wie die Temperaturtoleranz ist. Das, was im grünen Bereich ist, das ist okay. Blau wäre kalt und rot wäre heiß. Anhand von dem weißt du, was du... Ja, jetzt bin ich bei 10 Grad. Gut. Und grün, ne? Ich habe gerade zwischen blau und grün von dem her. Okay, perfekt. Ich bin schon fast im Dorf, ne? Dass du es weißt. Sorry. Ende. Bist schmutzig, naja. Kennt man. Du musst dich aufwärmen, ja. Okay. Das gleiche Problem. So, ich hab noch 200 Meter leider. Okay. Aber egal. Ich habe ein Fass gefunden mit einem Holzhammer drin. Cool. Jetzt habe ich 2 Holzhämmer. Perfekt, dann kannst du den einen verkaufen. Hä, warum habe ich hier mehrere Holzfässer rumliegen? Ach, sind alle leer, nur das, was ich als erstes gefunden habe. Okay. Interessant, dass hier Holzfässer zu holen gibt. Okay. Hätte ich so nicht erwartet, dass wir hier Holzfässer kriegen. Doch, ab und zu liegen da wirklich gute Sachen rum. So, bei wem verkaufe ich Kohl? Natürlich bei der Tante, bei der ich Kleider kaufen kann. Ah, die ist noch gar nicht da. Dann bei der Kräutertante. So. 4 Flaschen. Ist gar nichts. Oh. Na, perfekt. So. Wie viel ist ein Holzhammer wert eigentlich? Wie viel ist so ein Holzhammer eigentlich wert? Wahrscheinlich nicht viel, ne? Da gibt's ja bestimmt 3 überall. Münzen. Ja gut. Wow. Immerhin 3 Münzen. Zeig mir deine Ware, du alte Tante. Gibt's hier so gesehen, also so ein Balancing auch mit Waren verkaufen? Also ja, sie patchen das manchmal, also... Das ist das. Es gibt. Bundhaube, die könnte ich mir leisten. Ich habe 121 Münzen. Ich brauche aber mehr Lebkuchen. Okay, Kohl. Soll ich das verkaufen? Ist das nur ein Stück, ne? Eine Münze. Hast du nur ein Kohl mitgenommen? Nee, 28. Ja, dann gibt es ja 28 Münzen. Ist ja nichts. Ja, trotzdem. Es rückt dir näher, es wird dich näher dran, es wird dich näher an das Ziel bringen, dass du dann hast du Hosen und so weiter? Die bringen 55 pro Stück. Ja. Wir haben Hosen an. Uns fehlen Handschuhe und dann Kopfbedeckung. Oder einfach, wir haben einfaches Leinenhemd. Das ergibt nicht viel Kälteschutz. Aber ja. Das ist ja mein Ziel. Mein Ziel ist es dann irgendwann mal Kleider herzustellen, aber dafür sind wir noch nicht so weit. Die bringen ordentlich Kohle, die Kleider. Das hast du richtig erkannt. Wo bist denn du jetzt unterwegs? Ich sammle hier Steine und Stöcke, damit ich dann Äxte und Messer bauen, craften kann, die ich dann denen verkaufen kann. Damit ich mehr Kohle habe. Du so? Mhm.
Ich weiß aber, ob ich wieder zurückgehen soll und da bauen soll. Übrigens, habe ich noch eine Anschlagtafel, ne? Ja, die Quests habe ich schon abgeklappert, die können wir noch nicht. Kein Fest für Krähen hast du jetzt angenommen. Ich habe einfach mal alle, alle mitgehen lassen. Das ist keine gute Idee, weil wenn wir sie nicht bis Ende der Jahreszeit bestehen, dann wird die Dynastie-Reputation fallen. Ach so. Aber also alles gut. Die haben wir schon angenommen oder wie jetzt? Nee, jetzt hast du die Quests angenommen. Du hast nur Zeit bis Ende der Jahreszeit, das abzuliefern. Wenn du es nicht schaffst, dann fällt die Dynastie-Reputation nach unten. Ach, egal. Eine schlechte Reputation heißt, wir können weniger Bewohner akquirieren. So, wie... Komm mal wieder zurück. Mach die Map auf. Ach, stimmt, ne? Kannst sogar Wegpunkte markieren. Ach. Mehl, hier hat's Mehl. Oh, lul. Till, wenn wir so verlassene Dörfer abklappern, die haben Sachen zum Klauen. Was? Dörfer wo? Ja, so zu Holzhütten. Alte kaputte Holzhütten. Ich bin jetzt da gerade dran, der Langfinger schlägt wieder zu. Vergifteter Eisenpfeil. Bogen. Ja, den Bogen nehme ich natürlich mit. Interessant, dass wir sowas machen können. Ja, weil das gibt dann auch wieder Münze. Oh, ich habe über 100 Münzen gefunden. Geil. Geil. Was? Roggenkorn? Stroh? Roggen, können wir anbauen. Ah. Ja, ja. Ich glaube, ich beschäftige mich heute mal mit Sammeln und Sachen herstellen, wenn das für dich in Ordnung ist. Ist ja eh... da mit Baum beschäftigt. Gerade am Strohfarmen, wie blöde. Strohfirmen? Was? Farmen. Steinstocks. Aber Strohfirmen wären auch nicht schlecht. Eine Schmiede, wie haben wir die freigeschalten? Du hast eine Stuh. Oh, perfekt, die müssen wir bauen, weil dann können wir jemanden akquirieren, der für uns die Werkzeuge herstellt. Ah, und weißt du, was brauchen wir auch noch? Steinmetz. Genau, du sagst es. Weil dann können wir die Steinhäuser dann bauen. Grabungsschuppen, na, da sind wir kurz davor. Du musst noch ein bisschen bauen, Till, und dann können wir das bauen. Schmiede, perfekt. Ich lasse ein bisschen die Planung der Stadt dir. Ich werde sie dann noch ein bisschen dekorieren, dann irgendwann mal. Okay. Eine Frage, eine Taverne kann man auch bauen? Ja. Perfekt, Saufgelage incoming. Oh ja. Da hast du das richtig erkannt. Das wird richtig geil. Das wird wahrscheinlich die Bedürfnisse nach oben, also nach unten treiben. Die Leute haben aber keine Bedürfnisse, die saufen sich nur zu Tode und arbeiten eventuell dann für 2-3 Minuten im Tag. Fertig. Ist zwar nicht sinnvoll, aber hey, saufen, bis der Arzt kommt. Oh, so. Wer reklamiert schon wieder? Ah, der Holzschuppen hat keine Axt mehr. Wir müssen mehr Äxte herstellen. Ja. So. Mislava, zeig mir deine Ware. Mehl verkaufen. Zusammen, lass dich mal. Steine. Das. Und dann würde ich mal zurückbauen, die Scheune fertig bauen. Und dann kannst du eine einstellen, das Feld bestellt. Oder? Ist glaube ich so, ne? Bringt noch nichts. Das Feld bringt uns noch nichts. Ja, aber wenn du die Scheune hast. Ja. Dann kann man jemanden einstellen, oder nicht? Ja, schon, aber der bringt uns in der Scheune nichts, weil du brauchst eigentlich, damit sie die Felder pflügen und verwalten, brauchst du, jetzt kommt's, einen Feldschuppen.
Was bringt dann die Scheune? Können wir die abreißen?